sie anpissen und ihr dabei den Finger in den Arsch schieben und du würdest noch bellen, wenn ich es sage. Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tinder Fails. Heute wieder mit Special Guest Die Krette. Zum dritten Mal, glaube ich, jetzt Tinder Fails. Das vierte Mal, glaube ich. Vierte Mal schon. Also auch schon ein alter Hase hier im Flirt Game. Und du hast ja eigentlich beim letzten Mal gesagt, das war's für dich. Ne? Du fixst es nicht mehr, aber hast dich, glaube ich, jetzt ein bisschen erholt. Ja, diese Viererrunde, die hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich bleib vielleicht doch noch ein bisschen dabei. Neue Motivation jetzt. Richtig. Ja. Das freut mich. Okay, wir starten jetzt mit einem sehr penetranten jungen Mann. Ist jetzt nicht irgendwie ekelhaft oder so, aber einfach nur unangenehm. Okay. Und was mich besonders beeindruckt hat, wie oft er die Dame heiße Frau nennt. Also, es geht los. Hey und wow, bist du total wunderschön einfach nur. Das ist schon mal ein guter Einstieg. Sie, hey, danke. Er, bitteschön, heiße Frau. Sie, haha, ach. Er, wie geht es dir so? Also, wenn ich fragen darf. Sie, gut, dir? Auch gut, was machst du so, heiße Frau? Das ist schlimmer. Lieg im Bett und du? Auch, kriege ich ein Bild von dir? Weil du bist so total heiß einfach nur. Fragezeichen, trauriger Smiley und sie dann, morgen. Also, morgen bekommt er ein Bild. Dann schreibt er, bitte, heiße Frau, ich mache alles, was du willst. Ich möchte brechen. Wirklich alles. Sie, was für ein Bild willst du denn? Er? Ja, eins von dir, heiße, geile Frau. Auch wenn er sie 29 Mal als heiße Frau bezeichnet hat, war da nichts zu holen. Aber jetzt, also es ist kein Tinder-Chat in dem Sinne. Okay. Es ist nur so ein, wie soll man sagen, der stellt sich einfach nur auf seiner Seite vor. Ne? Okay. Gibt so ein kleines Profil. Ach, seine Profilbeschreibung, okay. Richtig. Und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Okay. So, der David stellt sich vor. Okay. Mann, 24 Jahre alt, Rechtsträger mit strammen Biberklößen. Klößen? Heißt das nicht Klöten eigentlich? Eigentlich schon, ja. Sucht willige und angegraute Bauchspeckakrobatin, die mit ihren überflüssigen Funden, Funde übrigens ohne P geschrieben, also einfach nur Funde, vielleicht auch irgendwas gefunden, auch mal den Speer schmieren kann. Und nebenbei auch mal ein Butterbrot. Du solltest sechsfach bespielbar sein. Sechsfach? Ich bin ganz perplex. Du solltest sechsfach bespielbar sein und nicht erschrecken, wenn dir im Eifer des Bumsgefechts mal das gesamte Paket in die Futterluke rutscht. Wichtig wäre, dass du immer ordentlich Sprudel in der Grotte hast und einen Faible für dampfende Heckladungen mitbringst. Also mal, der hat aber in irgendeinem Porno gestöbert, oder? Bumsgefecht hat mir sehr gut gefallen. Heckladung. Ja, er drückt das gut aus. Also ja, ja, das könnte er auch ihren Eltern vielleicht mal erzählen, ja, ne? Wenn er da zu Besuch ist, beim Antrittsbesuch beim ersten. Aber ist kreativ, also nicht so plump wie die Sachen, die man sonst so liest. Ja, und das muss die einfach loswerden. Ja, schon. Das ist schon großes Kino. Ja. Okay, jetzt habe ich einen ganz widerwärtigen Typen hier. Der hat ja besondere Interessen. Schreibt, hi Julia, hast du dir mal überlegt, für deinen langgetragenen feuchten Slip 40 Euro. Fänd das geil, von dir einen zu haben. Jetzt wird's ganz schlimm. Gern, auch wenn du deine Tage hast und ihn geil und hemmungslos mit allem veredelst, was da so reinspritzen kann. Bitte! Veredeln! Hauptsache, er riecht streng nach deinen Natursäften. PS, gefällt er dir? Wahrscheinlich hat er dir vorher schon ein Bild geschickt. Würde dich natürlich auch gern behutsam verwöhnen und dir so manches zeigen und auch auf deine Wünsche und Fantasien eingehen. Meld dich, wenn du Lust hast. Das ist grauenhaft. 40 Euro. Oh. Also so ein Typ, der so einen Fetisch hat, der wird auch den Kotzfisch essen, glaube ich. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich auch. Der wäre zu allem bereit. Mit großer Lust. Na gut, also ich habe auch noch einen. Also ich habe jetzt keinen Namen hier, schreibt sie an. Offensichtlich haben die vorher schon gesprochen. Mhm. Hast du WhatsApp, Mia? Sie, ja, aber ich gebe Fremden meine Nummer nicht. Warum? Mhm. Völlig entsetzt. Können wir eine Beziehung zumachen? Zumachen. Wie jetzt, fragt sie. Ja, treffen wir. Oh. Immer zusammen. Herzchen, mit Ring. Mit einem Diamantring, der will die heiraten. Immer zusammen. Und sie? What the fuck? Und jetzt wieder die Frage. Willst du eine Beziehung zumachen? Und jetzt, aber jetzt geht er nach vorne. Ich bin ernst mit dir. Oh, okay. Jetzt muss man es wirklich ernst nehmen. Okay, bye. Ich lade dich ein. Er hat doch gerade bye gesagt. Ja, aber jetzt lädt er sie ein. Schickt dann ein Foto von sich. Wo er seinen Bizeps anspannt. Aber jetzt müsste sie doch eigentlich überzeugt sein. Ja, eigentlich schon. Ja. Ist er ernst mit ihr? Mia, was liebst du? Und dann ein Haus. Und eine Melone? Und eine Melone. Was soll das? Ich weiß es nicht. Dann schickt er wieder ein Foto. Das kann ich auch nicht erkennen. Was ist das? Das könnten Eingeweide von einem toten Tier sein. Was ist das? Knochenreste oder die Foto vom alten Hund. Ein ausgebrochenes McDonalds-Menü oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall passt dieses Bild nicht zu dem, was er danach wieder schreibt. Nämlich, das kennt ihr schon, willst du eine Beziehung zu machen? Mann. Oder nee? Oder nee.
Und dann wieder der Ring mit dem Herz. Hast du Lust? Wieder mit. Wieder der Ring. Oh! Und dann tschüss. Vor allem dieses Oh so, als ob er jetzt erkannt hat, dass du es nicht willst. Ja. Oh, scheinbar bin ich hier doch falsch. Und er hat sich so bemüht, ne? Ja, ist echt, tut mir schon ein bisschen leid. Also echt, Mädels, ihr seid aber auch... Ihr seid echt anspruchsvoll. Ja. Ist schon nicht so einfach. Bevor ich den nächsten mache, habe ich immer so einen ganz kurzen. Das ist auch nur die Nachricht von dem Typen. Ja. Da fand ich sehr bemerkenswert, wie er die Dame anschreibt. Okay. Selam, du Göttin der Schönheit. Du Lichtblick meines Lebens. Du utopisches Miststück. Was... Was geht ab? Wollte ich einfach nur mal zum Besten geben. Also doch gut. Ein utopisches Miststück finde ich schon, ist schon eine Bezeichnung, die ich jetzt auch gerne in mein Vokabular aufnehmen möchte. Ja. Aber legen wir jetzt richtig los okay. in meinem Chat. Ein sehr selbstbewusster Typ beginnt die Unterhaltung mit: Lass mich raten, du willst bestimmt auch Sex mit mir. Sie, wie selbstverliebt kann man nur sein? Ja. Aber recht habe ich, oder nicht? Aber würde dich auch nicht von der Bettkante stoßen, siehst nice aus. Selbst wenn du der letzte Mensch auf der Erde wärst, würde ich nicht mit dir schlafen. Und jetzt bei. Glaube, wenn wir die letzten Menschen auf der Welt wären, würde ich mir einfach nehmen, was ich brauche. Ja, natürlich träum weiter. Lieber gehe ich mich erhängen. Oder ich stranguliere dich langsam und vögel dich dabei in den Arsch. Super. Das ist... Was bist du bitte für einer? Rest in peace. Ja? Ja, anscheinend findest du es ja geil, sonst hättest du nach dem zweiten Satz nicht weitergeschrieben. Und es heißt Rest in peace, du hohle Nuss. Weil sie das eben falsch geschrieben hatte. Ich finde es nicht geil. Vielleicht solltest du einfach mal dein Gehirn, falls es vorhanden ist, einschalten und schauen, was ich im zweiten Satz geschrieben habe. Ja? Also, wenn es dir so wichtig ist, dürftest du mich sogar mal in Dortmund besuchen kommen. Ich wichse dir dann 2 bis 3 Mal in den Mund, dann bist du auch glücklich und hältst die Schnauze. Sie? Was bist du denn für ein Inzest-Ding? Nicht jede Frau will nur Sex. Außerdem, warum soll ich zu dir kommen? Du willst doch was von mir. Aber nee, lieber nicht. Mit so einem schwanzgesteuerten, inkompetenten Mann wie dir möchte ich nichts zu tun haben. Und jetzt bei. Ja? Haha. So ein dicker Schwanz wie mein hättest du noch nie in deinen 3 dreckigen Löchern gehabt, glaub mal. Ja, sag mal. Sie? Ja, irgendwo muss das Gehirn ja hin. Obwohl, nein, das kann es nicht sein, das ist ja nicht vorhanden. Vielleicht doch nur zu viel gewichst? Ja? Ich würde dich eh nur demütigen. Du müsstest mir den Sack lutschen, während ich dich mit meinem Pimmel verprügel. Lass mich in Ruhe. Jetzt sagt der Typ, lass mich in Ruhe jetzt, ja? Oder willst du mir doch unbedingt den Arsch sauber lecken? Hey. Scheinst du eine zu sein, die darauf steht, dominiert zu werden? Hört das denn nie auf? Das wird doch schlimmer. Jetzt schreibt sie, Junge, dann lutsch dir doch selber einen. Kommst einem Hund ja eh schon nah. Und er, bestimmt hast du schon 3 triefend nasse Finger in deiner Fotze, während ich dir hier schreibe. Ich will das gar nicht vorlesen. Jetzt schreibt sie, das Einzige, was ich habe, ist ein Herzinfarkt von so viel Dummheit auf einem Haufen. Er, einen Herzinfarkt hast du, nachdem ich dir das Fickloch rundgefickt habe und die multiplen Orgasmen zu viel für dein Herz waren. Jetzt sag mal. Ich weiß genau, du wärst so eine, die könnte ich auf allen 4 durch die Wohnung kriechen lassen, sie anpissen und ihr dabei den Finger in den Arsch schieben und du würdest noch bellen, wenn ich es sag. Warum müssen die immer so ausbrechen, so aggressiv werden? Ich weiß auch nicht. Also in dem Moment, wo die merken, dass die Frau keine Lust hat oder kein Interesse, geht's immer richtig rund, ne? Was nachvollziehbar ist, ja, dann drehen die komplett durch. Ja. Wenn das im echten Leben genauso ist, um Gottes Willen. Also ich esse jetzt noch eine Dose Kotzfisch und das war's. Du isst Kotzfisch? Ja, ich esse. Ist, glaube ich, immer noch angenehmer, als das hier zu lesen wahrscheinlich. Absolut, absolut, ja. Ja, ja. Jetzt erstmal wieder Pause, glaube ich, ne? Jetzt ist Pause, ich fahre wieder in Urlaub jetzt. Ja, nach so einer Folge Tinderfails braucht man, glaube ich, auch noch ein bisschen von den Kopf mal freikriegen, die Seele baumeln lassen. Aber wir könnten nochmal so eine Vierer-Folge machen, oder? Oder wollen die Zuschauer das nicht sehen? Ah, das ist natürlich eine interessante Frage. Wenn ihr nochmal eine Vierer-Folge wollt, so eine eskalative Riesentinder-Runde, dann bewertet das Video mit einem Daumen hoch und die Krette lässt sich aber nur sehr schön überzeugen, die will schon, wie viel Daumen hoch möchtest du haben, damit du eine Viererrunde zustimmst? 40.000 bis 50.000 Daumen sollten schon sein. Krette hat das YouTube-Game verstanden auf jeden Fall. Also sagen wir 40.000 brauchen wir. Ja, dann bin ich dabei. Ja, sonst gibt es keine Viererrunde. Ja. War eine geile Folge. Schickt weiter fleißig Chats und wir gehen jetzt was essen, ne? Wir gehen jetzt was essen und an euch bleibt in der Realität. Das ist schlecht, das ist schlecht. Das sagt er immer, nach jeder Folge. Hört auf ihn. Ciao. Make it lose with me unthinkable. Don't stop till you come first. Life's too unpredictable. Take control of the